Niederliebersbach, neben der Kerngemeinde der größte Ortsteil von Birkenau im Odenwald. Rund 1900 Einwohner leben in dem rechten Seitental der Weschnitz. Der Name des Ortsteils stammt von dem Liebersbach, der das Gebiet durchfließt. Im Lorscher Kodex wird Liberesbach 877 das erste Mal schriftlich erwähnt. Im Zuge der Gebietsreform in Hessen schloss sich die Gemeinde 1971 gemeinsam mit Lörbach der Gemeinde Birkenau an. Niederliebersbach ist ausgesprochen kinderfreundlich. Trotz der geringen Größe gibt es eine eigene Grundschule. Sie war zeitweise von der Schließung bedroht, konnte aber durch engagierte Eltern und die Einführung der Ganztagesbetreuung gerettet werden. Die Schule bietet den Kindern ein vielfältiges Angebot, wie zum Beispiel die Forscher AG und die Küchenzwerge. Die knapp 90 Kids profitieren außerdem von der Bibliothek mit 1500 Medien. Das Jugendhaus beherbergt in den Ferien und an den Wochenenden zahlreiche Jugendgruppen. Für die Jüngsten gibt es den Kindergarten Arche Noah von der katholischen Kirchengemeinde St. Wendelin. Die Kinder sind auch künstlerisch sehr rege. Über Gesangsnachwuchs kann sich in Niederliebersbach auf jeden Fall niemand beschweren. Der Gesangsverein Sängerlust hat in Kooperation mit der Grundschule einen Kinderchor gegründet. Bei den regelmäßigen Konzerten zeigen die Kids, wie viele besondere Stimmen in Niederliebersbach zu Hause sind. Viele Familien und Naturfreunde von außerhalb besuchen aber auch gerne diesen Teil des Odenwalds. Der europäische Fernwanderweg verläuft auf seinem Weg zwischen Nordsee, Bodensee und Genua durch Niederliebersbach. Und in direkter Umgebung gibt es viele attraktive Stellen, die einen Blick wert sind, wie die Schutzhütte mit Biotop. Auch für Hochzeiten und sonstige Feiern gibt es mitten in der Natur ein besonderes Plätzchen. An der frischen Quelle war früher ein Granitsteinbruch und in den Gebäuden wurde Granit bearbeitet. Seit über 100 Jahren ist das Gelände in Familienbesitz. Heute wird hier natürlich nicht mehr geschuftet, sondern gefeiert. Der einzige Laden im Ort ist die Gemüsebärbel. Sie ist seit 16 Jahren eine Institution in Niederliebersbach. Die meisten Produkte stammen aus der Region und besonders wichtig für ältere Generationen, alles kann bestellt werden. Mittlerweile gibt es auf dem Kohlmannhof nicht nur Lebensmittel, sondern auch Blumen. Heimische Produkte verwendet auch Reinhard Mück bei rund 300 Brennvorgängen im Jahr. Mück betreibt eine der bekanntesten Obstbrennereien im Odenwald. Knapp 40 Sorten hat er im Angebot und die liefert er bis nach Nord- und auch nach Süddeutschland. Als einer der wenigen hat er auch das Kornbrandrecht, sprich er darf auch Whisky brennen. Die Niederliebersbacher wissen, was genießen heißt, können sich aber trotzdem hervorragend bewegen. Zum Beispiel die Ringer des SVG. Sie sind eine Kulttruppe mit Tradition. Bereits seit 1911 sind sie am Start und legen besonderen Wert auf die Nachwuchsarbeit. Und der Erfolg gibt ihnen recht. In ihrer über 100-jährigen Geschichte gab es deutsche Juniorenmeister und WM-Teilnehmer. Einen Raum weiter, in der gerade mal 4 Jahre alten Halle, findet man die zweite Sportart, für die Niederliebersbach deutschlandweit und darüber hinaus bekannt ist, die Sportakrobatik. 55 deutsche Meistertitel, internationale Erfolge. Seit den 70er Jahren sind die Niederliebersbacher Sportakrobaten auf der Matte nicht mehr wegzudenken. Sie sind nicht umsonst das Highlight auf jedem Wettkampf und auf jeder Veranstaltung. Hier weiß man eben, wie man über sich hinauswächst.